Moin und herzlich willkommen zurück zum Politik-Simulator 4 Power and Revolution in Burundi. Wir haben in der letzten Folge ordentlich technologische Durchbrüche gemacht und einen Hyperloop-Zug in Auftrag gegeben sogar. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn der fertig wird. Wird wahrscheinlich wirtschaftlich nichts davon merken, weil das einfach viel zu krass ist und wir das nicht brauchen, aber wir können's. So, ich wollte noch ein paar Gesetze ändern, um halt das ein bisschen auf die Menschenrechte zu verbessern. Ah, wir haben jetzt ein neues Jahr. Es gibt ein paar Sachen, die möchte ich in neuen Jahren machen. Zum Beispiel einerseits bei Cybersicherheit ein neues Programm starten für die Sensibilisierung der Leute. Und ich wollte mich nochmal mit dem Leibarzt treffen. Das mache ich vielleicht auch einfach jedes Jahr. Hier, Leibarzt, hallo. Sag mir mal, dass ich gut in Form bin. So. Genau, hallo. Fehler frei. Sie sind gut. Sehr schön. Das wollte ich hören. Für alles andere gibt es Ärger. Gut, dann. Ich wollte noch mal ein paar Gesetze durchbringen. Hier zum Beispiel Mindestführerscheinalter wollte ich einfach mal senken auf 15 Jahre. Dann kriegen wir vielleicht mehr mobile Menschen im Land. Mal schauen, wie das ankommt. Budgetüberschuss, jawohl. Huch. Achso, wir können ja wieder. Ach, jetzt gibt es schon wieder einen Aufstand deswegen. Die Leute machen sich Sorgen über Sicherheit. Aufstand, Aufstand. Leute, wie kann man sich so darüber aufregen? Gerne. Meine Güte. Die Senioren regen sich darüber auf, dass die jungen Leute Auto fahren dürfen. Wer ist hier gefährlicher? Das ist eigentlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Junge Leute und Senioren, was Verkehrssicherheit angeht. Wer ein größeres Risiko darstellt. Aber früh übt sich. Wer früher anfängt, ist später umso sicherer unterwegs, würde ich mal behaupten. So, reiten wir hier durch. Das Parlament schon wieder unter Kontrolle, das ist nicht so gut. Mal gucken, ob diesmal was deswegen passiert. Nein, danke. Das ist das regionale Parlament. Okay, das ist aber kein Problem, das regionale Parlament. Solange das hier nicht unter deren Kontrolle rutscht, das wäre ein Problem. Sind unsere ganzen Soldaten weg oder was ist da los? Das sah gerade so leer aus. Solange die nur das regionale Parlament erobern, ist es eigentlich kein Problem. Haben wir die ganzen Nachrichten weg, sind viel zu viele. So. Dann schicken wir sie nochmal da unten hin. Verscheucht sie. So. Und dann da drüben auch nochmal schauen. Ja, da rennen einige weg auf jeden Fall. So, hier rüber noch. Warum gehen die nicht weiter? So, jetzt. So, jetzt ist es wieder. Jetzt kriegen wir womöglich wieder einen neuen Aufstand. Und es ist immer noch derselbe. Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das Gesetz durch. Wenn es immer noch derselbe Aufstand gibt, dann gibt es vielleicht keinen neuen wenigstens. Und die sind auch gleich weg. Genau, das hat sich auch erledigt. Krass, dass man sich darüber so aufregen kann. Ich will doch nur ein bisschen mehr Verkehr auf den Straßen haben. Durch mehr Leute, die Auto fahren dürfen. So, neue Wi-Fi-Technik. Senden über mehrere zig Kilometer. Herr Präsident, unsere Telekommunikationslabors haben gerade entdeckt, wie man Übertragungszonen der Wi-Fi-Hotspots vergrößern kann, indem man die Trägerfrequenzen verstärkt und Störfrequenzen, die durch andere elektronische Geräte erzeugt werden, eliminiert. Diese Technik erlaubt, die Übertragungszone auf mehrere Kilometer auszudehnen. Krass. Das dürfte uns nochmal ein bisschen beflügeln. Hoffe ich zumindest. Krass, diese Gesetzesvorhaben, die haben jetzt ordentlich Beliebtheit gekostet. Unser Wirtschaftswachstum ist wieder so niedrig. Was ist da los?
Jetzt haben wir wieder mehr Inflation als Wirtschaftswachstum, ne? Ja. Das ist aber nicht so toll. Das ist problematisch sogar. Was macht man denn da? Irgendwelche anderen Gesetze, die ich noch durchsetzen möchte? Blutalkohol könnte man noch senken. Alkohol halt im Blut verbieten. Das würde den Verkehr wiederum sicherer machen. Dann könnte den Alkoholkonsum verbieten. Das würde halt der Wirtschaft eher schaden eigentlich, ne? Ist die Frage, ob man das will, wenn das der Wirtschaft schadet. Weil Bier ist schon ein wichtiger Sektor in unserem Land, ne? Naja, ich mache erstmal noch keine Sachen, die wirklich die Wirtschaft schädigen. Also ein Blutalkohol-Ding dürfte jetzt auch nicht so viel auf die Wirtschaft auswirken. Autobombenattentat. Oh je. Man sollte auf jeden Fall nicht verwechseln Autobomben und Atombomben. Das liest sich vielleicht ein bisschen ähnlich. Aber ich glaube, das macht schon mal einen Unterschied, ob eine Autobombe hochgeht oder ob eine Atombombe hochgeht. So. Wenn es von der Seite betrachtet, sieht man da ein bisschen mehr. Der ICE ist viel höher als der andere Zug, der Hyperloop. Kann man da sehen, wie lange das dauern soll? Nee, kann man nicht sehen. Schade. Oh, wie schnell das wächst hier, die Rate der Studenten. Krass, seitdem wir da ordentlich Geld investiert haben, geht's rund. Dann geht's rund. Schön auf jeden Fall. Achso, man könnte noch mal wieder hier einen Geheimagent einschleusen. Aber auch wollen wir da nicht vorankommen. Aber man sollte es vielleicht wenigstens versuchen. So. Ja, ein bisschen ernüchternd, dass das Wirtschaftswachstum gerade so stagniert. Ich kann nicht genau sagen, warum. Oh, wir haben auch ein Darlehen aufgenommen. Kann ich mal zurückzahlen vielleicht. Da ist sogar noch was übrig. Die terroristische. So, da warten wir zum nächsten Quartal, um das dann endgültig zurückzuzahlen, weil ich habe lieber keins, auch wenn die Zinsen niedrig sind, aber die könnten halt steigen. Das könnte halt immer passieren. Jetzt ist der heutige Aufnahmestream schon ziemlich vorangeschritten. Wir sind, glaube ich, in der 8. oder 9. Folge, die wir aufnehmen. Und wir haben immer noch nicht das fertig ausgebaut. Interessanterweise. Dem sind wir immer noch schuldig, sozusagen. Naja, wir haben auf jeden Fall gute Fortschritte gemacht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das kann man wohl sagen. Da, okay. Und hier wegen den Drogen müssen wir vielleicht eigentlich auch nochmal was ändern. Zumindest haben wir jetzt die. Wir haben vor einigen Folgen die. Die Drogenpolizei wieder finanziert. Die war vorher unfinanziert, weil ich gedacht habe, da kann man vielleicht ein bisschen Geld sparen. Geht es wenigstens deswegen runter? Ne, es geht sogar noch weiter hoch. Nicht so gut. Aber muss man vielleicht das tatsächlich Marihuana verbieten? Vielleicht hilft das in diesem Spiel sogar, obwohl es in der Realität eigentlich Schwachsinn ist. Aber vielleicht hilft das in dem Spiel, das zu verbieten. Kann man darüber nachdenken. Aber eigentlich wäre auch cool, wenn man so einen Wirtschaftssektor haben könnte, ne? Mit dem verdient man ja auch Geld. Gut, ich werde das mal noch nicht anrühren.
So, und da geht auf jeden Fall auch die Rate immer weiter hoch. Polizisten pro Einwohner. Schön. Wie sieht es eigentlich aus im Vergleich mit Kambodscha? Haben wir da Fortschritte gemacht oder jetzt eher nee, weniger? Ah ne, wir sind schon an denen vorbeigezogen. Ach, guck an. Guck an. Ja, dann wachsen wir ja doch. Mit wem vergleichen wir uns denn jetzt? In Asien ist es halt echt schwierig, weil die meisten deutlich reicher sind als wir. Wie reich ist Nepal? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Ah, die haben wir schon länger eingeholt. Oder? Ja, haben wir schon länger eingeholt. Doppelt so reich schon. Schon doppelt so reich. Och nee, weg damit. Ich suche mal auch mal in Afrika weiter an Länder, mit denen wir uns vergleichen können. Was gibt's denn da noch? Oder was eigentlich so, dass die ärmsten Länder in Europa, die sind noch deutlich reicher als wir. Also mit Europa können wir uns noch gar nicht vergleichen. Noch nicht mal annähernd. Und ich war mal in Rumänien und fand das schon teilweise krass, wie es da aussah. Also ich kann jetzt nur wirklich über die Optik der Gegend urteilen und das sah schon deutlich ärmer aus, als man das aus Deutschland gewohnt ist. Aber die sind immer noch viel, viel wohlhabender als afrikanische Länder so im Schnitt. Unser eingeschleuster Agent wurde enttarnt. Oder vielleicht sogar als alle eigentlich. Krass, auf jeden Fall. Was da nochmal für eine Diskrepanz ist. Was haben wir denn hier? Wie sieht es denn mit Kenia aus? Sind die mittlerweile in Reichweite? Das kann noch einen Moment dauern, aber die holen wir vielleicht auch noch ein. Die reichsten waren, glaube ich, hier Äquatorialguinea, die ich so gesehen habe in Afrika. 2% Wachstum ist also wahnsinnig wenig. Was haben die für ein Wachstum in Kenia? Ja, die wachsen ein bisschen schneller als wir sogar und haben eine niedrige Inflation. Also denen geht es momentan besser, wobei ich nicht weiß, was sie für Bevölkerungswachstum haben. So, ich werde nochmal Schulden zurückzahlen. Da war nämlich noch was übrig. Auch wenn wir keine Zinsen zahlen, aber lieber die Möglichkeit, Zinsen zu erheben, den gleich nehmen, falls sich die Situation verschlechtert. Und dann das restliche Geld investieren wir nochmal ins Internet. Ja, wir können uns gerade nur 1% leisten. Das ist mittlerweile ziemlich teuer geworden hier in den letzten Prozent. Krass, das zieht sich dann nochmal ein bisschen länger auf die letzten Meter. Das zieht sich dann nochmal, bis wirklich alle Leute versorgt sind. Schon wieder neuer Papst. Wie oft die sterben, ist echt krass. Wie alt sind die denn? Moment. Kann ich hier sehen? Papst, wie alt bist du denn? 70. Und dann sterbt ihr immer so schnell, wenn ihr 70 seid? Was habt ihr denn für eine Lebenserwartung? Oder vielleicht ist er jetzt besonders jung im Vergleich zu denen von sonst. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, ist langsam unser Hyperloop fertig? Ne, ist immer noch nicht fertig. Im Amerika-Projekt ist der auch nie fertig geworden, der Hyperloop, das ganze Netz, was wir gebaut haben. Ob das vielleicht komplett verbuggt ist, der Hyperloop? Ich weiß es nicht. Der ICE fährt auf jeden Fall. Na, mal schauen. Mal schauen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ob da noch was draus wird oder nicht. Dau. Hallo Tansania, wir sind übrigens reicher als ihr. Haha. Ja, langsam auch nicht hinter uns gelassen. Wie sieht's mit Ruanda aus? Die waren mal deutlich reicher als wir und jetzt auch ordentlich hinter uns gelassen. Schön. Die haben mittlerweile doppelt so viele Einwohner wie wir. Weil die ein Einwohnerwachstum haben und wir nicht. Wir haben sogar einen Rückgang. Aber da. Huch, ja, der Hyperloop ist fertig. Stimmt, da gab es ja eine Meldung für.
Der Hyperloop ist fertig. Die allererste reguläre Hyperloop-Zugverbindung wurde gestern im Rahmen einer großen Feier eingeweiht. Die erfasste Höchstgeschwindigkeit betrug 1200 Kilometer die Stunde. Der Transportminister beglückwünschte sich zu diesem Erfolg und erklärte, dass diese Transportmethode genauso einfach funktionierte wie die U-Bahn. Mit einer Bahn alle 20 Minuten schneller sei als ein Höchstgeschwindigkeitszug und darüber hinaus auch ökologisch und geräuscharm. Die Fahrscheine sind in dieser Phase jedoch noch recht teuer und scheinen einer wohlhabenderen Klientel oder Geschäftsleuten unter Zeitdruck vorbehalten zu sein. Das muss für alle erschwinglich werden hier. Aber ja, die Kräne sind weg, es ist wirklich fertiggestellt. Jawohl. Wir haben ein Hyperloop in Burundi. Nein, ich will mit dir dein Treffen machen. Hallo, ich will es ablehnen, einfach nur. So. Gerne. Moment, nee, nicht Zeit stoppen. Moment, das wollte ich noch wegklicken. So. Wir haben einen Hyperloop-Zug. Ich will immer die Kamera drehen, aber das geht ja nicht, weil ich mir die Strecke genauer anschauen möchte. Die terroristische. Ob wir da mal sehen, dass ein Zug lang fährt? Oh ja, wie schnell. Das ist echt krass. Gut, wir lassen das auf erhöhter Geschwindigkeit auch laufen, ne? Aber hier, der Geschwindigkeitsvergleich, da unten, so ein, ist quasi ein Frame, quasi, dann ist er durch, so gefühlt. Ja, man kann ja noch eine Bewegung erkennen, in welche Richtung er fährt. Das ist schon mehr als ein Frame, aber so gefühlt auf jeden Fall sehr schnell. Das sind nur 8000 Leute in dieser kleinen Stadt. Und die haben jetzt eine Hyperloop-Verbindung. Ob man auch mal einen größeren Flughafen bauen kann als in den kleinen? Wird auf jeden Fall kaum benutzt, von daher lohnt sich das wahrscheinlich nicht. Naja. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Hyperloop in Burundi. Sehr schön. So soll das sein. Fortschritt. Aber das wird schon irgendwie zurück. Es wird immer weniger. Das gefällt mir nicht. Finde ich so gut. 2% Inflation. Wachstum nur 2,01. Wow. Parlamentspräsident ist gestorben. Die Bestattung wird in einer Woche. Wünschen Sie die Armee einzusetzen? Nein. Es geht ohne. Ging bisher immer ohne. Huch. Genau, es ist schon wieder vorbei. Wenn wir es auflösen, dann gibt es nur einen Aufstand. Das habe ich in letzter Zeit mitbekommen. Wachstum geht immer weiter runter. Was ist da los? Warum? Warum geht das runter? Warum geht es zurück? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum. Wir hatten 10% Wachstum zwischendurch und ich weiß nicht, was wir seitdem gemacht haben, dass es runtergegangen ist. Kann ich mir nicht erklären. Tja. Oh. Ja, ich glaube, ich wollte wieder die Kamera drehen oder sowas und summt der raus irgendwie. Naja. Ich weiß nicht, warum das Wachstum so niedrig ist. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall schade. Ist ja alles fest? Ja, warum nicht? Nun. Nun. Na gut, gleich ist ein neues Quartal rum auf jeden Fall. Dann können wir noch mal ein bisschen Geld investieren. Schon wieder Politiker ermordet worden. Dieses Terrorismusproblem, ne? Was soll man denn da machen?
sonst noch, neben dem, was wir schon die ganze Zeit machen? Da fällt mir nichts ein. Terrororganisation. Ja. Ich habe gerade den. Natürlich bekennen die sich dazu, das kennt man auch von denen. Ja. Familien können keine Wohnung finden. Das ist das erste Mal, dass ich diese Nachricht heute bekomme, so gefühlt. Herr Präsident, wir erlauben uns, auf die Probleme des Wohnungswesens in Burundi hinzuweisen. Die Familien haben die größten Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden und wenn dann die schlechtesten oder sogar unbrauchbare. Wir hoffen aufrichtig, dass unsere Mahnung nicht auf taube Ohren stoßen. Ja, das müssten wir auch mal investieren in Wohnungsrenovierungen. Sozialer Wohnungsbau und so. Ja, die Gesundheitsschädlichen sind halt deutlich über die Hälfte. 69% und zumutbar. Ja, ich habe halt so viel anderen Baustellen, wo ich halt auch Geld investieren möchte. Ich hoffe halt, dass wenigstens privat ordentlich Wohnungen gebaut werden. So, aber hier, der Glückswert, der steigt immer weiter. Der geht kontinuierlich hoch. Das ist doch schön. Moment, heben wir nochmal unser Land hervor. Haben wir gleich wieder Anschluss an eine andere Gruppe von Ländern, die wir hoffentlich bald einholen können. Dann steigen wir da weiter auf in der Statistik. Ein zu niedriges Wirtschaftswachstum, das macht mir echt Sorgen gerade. Älteste Person im Land ist gestorben. Erweckt mir die Nachrichten. So. Geben wir nochmal Geld fürs Internet aus. Hier. Eins. Krass, wie teuer das mittlerweile ist. 3% und mehr können wir uns nicht leisten. Dann sind wir hier bei 99%. Also werden wir nicht ganz fertig. Na gut, aber dann werden wir vielleicht beim nächsten Mal das Internet komplett fertig ausbauen. Und dann vielleicht gibt ja der Ausbau des 5G und des Glasfaser-Internets nochmal einen Schub im Wirtschaftswachstum. Ausbau des Internets? Ja, wir werden wieder gelobt dafür, dass es angeblich Früchte trägt, der Ausbau. Aber man merkt davon nicht so wirklich was gerade im Wirtschaftswachstum. Das geht halt immer weiter runter. Das ist besorgniserregend. Na gut, im Zweifelsfall warten wir einfach. 2,14 ist wieder hochgegangen. Ah ja, guck an, jetzt ist wieder hochgegangen. Jetzt wieder ein bisschen gestiegen. Na gut, wir werden uns das in Zukunft weiter anschauen, wie sich das alles entwickelt. Ich würde sagen, für heute reicht es aber erstmal. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hat dir das Video gefallen und würdest du gerne mehr von sehen? Da schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das im Moment für uns alles noch sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 € pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht viel Geld, aber wenn uns bereits jetzt jeder Abonnent diesen 1 € geben würde, könnten wir es bereits hauptberuflich umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir unseren Traum von YouTube zu leben bald Realität werden lassen können.